Namaste, herzlich willkommen in dieser neuen Yoga-Klasse, in der ich heute mit dir in eine neue Phase von Rückbeugen eintauchen möchte. Und Rückbeugen haben sehr schöne körperlich interessante Wirkungen. Einerseits führen wir den oberen Bereich des Rückens, denn dort lassen wir heute Rückbeugen entstehen, führen wir den oberen Bereich des Rückens nach innen. Ja, normalerweise hat die Brustwirbelsäule eine kyphotische Form, also die ist in der normalen Haltung ein Stück nach hinten gerundet. Und Rückbeugen integrieren jetzt den oberen Rücken mehr nach innen, in den Raum des Körpers. Und das mobilisiert sehr schön den oberen Rückenbereich, macht die Wirbelsäule lebendig und beweglich und agil. Und wir haben eine sehr direkte, unmittelbare Wirkung auf die Vorderseite des Körpers. Denn wenn ich in eine Rückbeuge gehe, streckt sich die Wirbelsäule und mein gesamter Vorderbereich des Körpers richtet sich auf. Also der Abstand zwischen Becken und Brustbein weitet sich, der Brustkorb fächert sich auf und weitet sich. Und das wiederum hat eine sehr schöne zentrale Wirkung auf die beiden zentralen wichtigen Organe, die im Brustkorb verankert sind. Einerseits sind das die Lungen, die können sich, wenn der Brustkorb sich weitet, dass wir ihm durch Rückbeugen schenken, können sie sich weiter ausdehnen und auffächern. Wir können also tiefer atmen, also pro Atemzug mehr Luft aufnehmen und damit auch mehr Sauerstoff verstoffwechseln im Körper. Und zum anderen gibt es das Herz als zweites wichtiges Organ im Brustkorb. Und das bekommt auch ein bisschen mehr Raum und Weite. Und so wirken Rückbeugen unter anderem auch unterstützend für das Herz-Kreislauf-System. Also sehr interessante, wichtige und schöne Wirkungen, die ich heute mit dir erfahren möchte. Und für diese Yoga-Klasse brauchst du Hilfsmittel. Und zwar so etwas Ähnliches wie Yoga-Blöcke. Ich habe mir also schon zwei parat gelegt. Vielleicht hast du etwas Ähnliches, Blöcke, Unterlagen, Bücherstapel oder irgendein dickes, stabiles Sitzkissen. Das brauchst du heute für diese Yoga-Klasse. Idealerweise zwei. Gut. Ich möchte mit dir in die Rückenlage wechseln. Und wenn du dich hinlegst, dann stell die Füße gleich auf und kuschel zunächst die Auflageflächen deiner Körperrückseite an die Erde, also an die Unterlage, auf der du liegst. Und dann nimm wahr, wie du die Unterlagen berührst, wo im Moment Auflageflächen und Berührungsflächen sind. Und lass sie groß werden. Lass dich in die Unterlage hineinsinken. Dann nimm auch die Vorderseite deines Körpers wahr. Schenke die Möglichkeit, sich zu entspannen. Dann beobachte, wie du atmest. Wie atmet es ein? Und wohin atmet es ein? In welche Räume? Und wie atmet es aus? Entdecke im Ausatmen die Möglichkeit, Spannung vom Alltag loszulassen und Gewicht an die Erde abzugeben. Lass also die Auflageflächen, die du wahrnimmst, im Ausatmen groß werden. Und entdecke im Einatmen in der Vorderseite eine innere Leichtigkeit, die vor deinem Brustkorb hebt sich. Du bist innerlich leicht und weit und frei, wenn du einatmest. Nun atme ganz tief ein und tief aus. Und mach das nochmal fein und tief einatmen in die Fülle und fein und tief ausatmen in die Leere. Und lass es dort ganz natürlich für dich weiteratmen im ganz ureigenen Fluss. Nimm die Füße wahr, stell sie nochmal gut vor dem Becken auf. Und dann beginnen wir den Beinen nach rechts und links zu schaukeln. Ein erstes Drehmoment im unteren Rückenbereich. Das kannst du gerne durch die gesamte Wirbelsäule weitertragen, bis in den Kopfraum, ihn entgegengesetzt mitbewegen.
Könnte man das nochmal in beide Richtungen? Wenn du in der Mitte wieder ankommst, dann bleib wieder dort und roll jetzt dein Becken bitte ein, sodass deine Lendenwirbelsäule an die Yogamatte sich anschmiegt. Und dann brauchst du ein bisschen Kraft in der Bauchdecke. Der Bauchnabel saugt sich nach innen und das zieht das Schambein Richtung Bauchnabel. Ja, und jetzt entspann die Bauchdecke wieder und kipp dein Becken nach vorne aus. Mach also ein Hohlkreuz im unteren Rücken. Und mach das weiter, die Bewegung. Das Becken einrollen und nach vorne auskippen. Eine sehr sanfte Massage, eine Druck- und Zugmassage für den Rückenbereich. Das massiert die Bandscheiben, das mobilisiert die Muskulatur im unteren Rücken und mobilisiert die Gelenke, die die Wirbel miteinander verknüpfen. Und wenn du das nächste Mal dein Becken einrollst, dann heb es ein kleines Stück ab, dass es gerade so die Unterlage verlässt. Dann senk es zurück und kipp es nach vorn aus. Mach das weiter, mit jedem Mal das Becken etwas höher. Dann kannst du eine Beobachtung machen, eine Welle, die als Bewegung durch den Rücken fließt. Eine Bewegungswelle vom Becken und es breitet sich immer weiter aus Richtung Schultern. Und das ist gleichzeitig eine sehr schöne sanfte Massage des Rückenbereichs. Du kannst natürlich auch variieren, du kannst direkt auf der Wirbelsäule hoch runter rollen oder mal rechts und links neben der Wirbelsäule dich bewegen und schauen, was das im Rücken verändert. Oder schlängelnde Bewegungen erfahren, je nachdem, was du jetzt magst. Gut, dann mach das noch einmal neu, bis du das nächste Mal das Becken wieder angehoben hast. Und dann bleib dort oben und komm in die Schulterbrücke. Und dann kannst du gerne die Arme entsprechend gut variieren. Du kannst die Arme anwinkeln, dann zeigen die Fingerspitzen nach oben oder drückst die Ellenbogen nach unten. Oder du legst die Arme lang ab und verschränkst eventuell noch die Finger miteinander, je nachdem, was für dich jetzt gut erscheint. Wenn du deine Variante gefunden hast, dann zieh die Schultergelenke unter dem Rücken zueinander, zieh die Schulterblätter zueinander und stell die Füße gut unter den Knien auf oder dort, wo sie sich in der Nähe der Knie wohlfühlen. Dann drück die Füße nach unten in die Erde und heb dein Becken nach oben. Da bist du in der Schulterbrücke. Sie braucht Kraft in der Rückseite. Kraft in den Oberschenkelrückseiten, Gesäßmuskeln, Rückenbereich, Rückenmuskeln. Zieh nochmal die Schulterblätter zueinander und dann drück die Schultern sanft nach unten und stell dir vor, du hebst die Schulterblätter hoch in den Brustkorb und trägst dein Brustbein nach oben, und zwar aus der Rückseite nach oben. Schulterblätter saugst du hoch und hebst den Brustkorb aus der Rückseite hoch, bis das Brustbein sich hebt und das Herz du in den Himmel hebst. Und jetzt lass dein Becken noch mal einen Moment etwas tiefer sinken, vielleicht eine halbe Wegstrecke Richtung Erde und roll dort dein Becken bitte ein, so wie du das vorhin schon gemacht hast. Und dann hebst du dein eingerolltes Becken wieder hoch. Dann stehen jetzt zwei Qualitäten. Die eine ist etwas mehr Länge im unteren Rückenbereich und die andere ist eine Dehnung in den Oberschenkelvorderseiten. Dann schickt die Atmung in den Brustkorb, atme tiefer. Einmal tief ein und aus. Und dann bring die Arme wieder ein Stück nach außen, an den Rand deiner Unterlage. Zieh die Schultern dann nach außen und roll den Rücken langsam zurück zur Erde und lande auf der Erde. Setz dann dein Becken wieder zurück und spür nach. Spür, wie die Spannung sich löst und einer Entspannung Raum schenkt. Die Atmung sich wieder verfeinert und vertieft. Wie das Herz sich beruhigt.
Wir machen das Gleiche nochmal, diesmal aber in einer passiven Variante und da brauchst du die Unterlagen, also diese Blöcke oder was du da jetzt als Ersatz gefunden hast. Ich lege mir erstmal einen Block unter das Becken und wenn du da das Gefühl hast, dass das Becken höher kommen könnte, dann baue die Unterlage entsprechend höher, so dass du eine ähnlich gute Höhe bekommst, wie eben auch das Becken erfahren durfte. Und dann baue die Unterlagen so, dass du mit dem Kreuzbeinbereich, also mit den Knochen der Beckenrückseite aufsitzt. Und dann kannst du wieder nachjustieren, die Höhe nochmal verändern. Ja, dann die Arme wieder neu positionieren, vielleicht anwinkeln, vielleicht die Arme ablegen und die Finger verschränken. Zieh dann die Schultergelenke zurück unter den Rücken, zieh die Schulterblätter wieder zueinander und saug sie hoch in den Brustkorb. Und dann hast du von außen betrachtet eine ähnliche Haltung wie eben, aber sie fühlt sich anders an, hat eine andere Qualität. Sie ist viel entspannter. Entspann dich also über diese Unterlage hinweg. Und das schenkt uns die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit mehr in die Vorderseite zu bringen. Da entsteht ganz viel Weite im Oberkörper, in dieser Längsstruktur weitet sich etwas und in einer Querstruktur zwischen Schultern, Schlüsselbein und Brustbein. Da ist auch ganz viel Raum. Der Brustkorb hebt sich. Zwischenrippenmuskeln dehnen sich. Das sind Atemmuskeln, die wir mobilisieren, die den Brustkorb bewegen und damit auch der Atmung Raum schenken. Dann vertief den Atemfluss in den Raum des Brustkorbs. Und atme sogar noch weiter Richtung Schlüsselbeine und Richtung oberste Lungenspitzen, also wirklich ganz nach oben, ganz an das Ende des Brustkorbs. Über die Schlüsselbeine hinaus, bis dahin gehen die obersten Spitzen der Lungen. Versuch dorthin zu atmen. Und nimm dann noch einen tiefen Atemzug dorthin. Wir beenden dann wieder, dann bau die Unterlagen unter dir wieder zur Seite. Lass das Becken aber noch im Moment in der Luft. Dann bring die Arme wieder nach außen, zieh die Schultern breit nach außen und probier in Zeitlupe, dich jetzt zur Erde zurückzulegen und wirklich mal zu spüren, wie der Rücken sich ablegt und wie der Weg nach unten ist, wie weit er nach unten ist, bis das Becken ankommt. Wenn du dann gelandet bist, dann spür wieder nach, nimm dich wahr, die Rückseite. Sie ist wieder in der neutralen langen Form. Die Vorderseite, die wir eben weiteten und ihr Raum schenkten, sich zu öffnen. Nimm wahr, wie sich die Vorderseite anfühlt und damit auch, wie die Atmung jetzt fließt, wie und wohin. Dann vertieft dort ihren Fluss. Und dann lass Bewegungen entstehen, die dir jetzt gut tun. Und das, was du brauchst an Bewegungen, schaukeln, schütteln, strecken, alles, was dir gut tut. Und dann umarme im Anschluss bitte deine Knie. Und damit auch dich selbst. Und dann kannst du dir eine kleine Massage im Rückenbereich schenken, wenn du die Seiten schwingst. Ja, dann such dir einen guten Weg aus zum Vierfüßler. Und komm dort an. Wir werden das jetzt weitermachen, wir werden noch den Rücken weiter bewegen. Also, beweg dich bitte zu Katzenbuckel und Pferderücken weiter.
Das ist eine ähnliche Bewegung wie eben, als wir das Becken hebten und senkten. Du kannst auch hier vom Becken beginnen, eine Bewegungswelle durch den Rücken fließen lassen. Finde da die für dich passende Atmung dazu. Und dann komm einen Moment zum Kind. Senk also das Gesäß Richtung Fersen. Lass die Arme ausglatten nach vorn. Das Kind ist eine Vorbeuge. Der Rücken ist sanft gerundet. Schenk der Atmung Raum im Rücken jetzt. Und dann komm aus dem Kind wieder nach oben in den Katzenbuckel. Roll dich also ein. Fließ weiter zum Pferderücken. Und jetzt stell die Füße bitte auf und führe dein Gesäß zurück Richtung Fersen, Richtung Kind. Aber komm nicht ganz dort an, ist nur die Richtung. Wenn du jetzt das erste Mal die Oberschenkel ganz sanft berührst, also einen Kontakt hast zwischen Bauchbereich und Oberschenkel, dann bleib an den Oberschenkeln, schieb dein Becken hoch, 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 schieb dein Becken lang, den Rücken lang, drück die Hände nach unten. Wenn du ganz lang geworden bist im Rückenbereich, dann erst dann beginnen die Beine langsam zu strecken und die Fersen über die Außenseiten zu senken. Atme aus und streck dich ganz lang. Atme ein, komm zurück in den Katzenbuckel, die Knie sanft absetzen. Dann fließ weiter zum Pferderücken. Und atme aus und komm zum Kind. Und wieder einatmen nach oben. Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, wieder nah an die Oberschenkel, an ihn entlang hochschieben, die Hände drücken in den Boden, das Becken zieht hoch und am Ende senken sich die Fersen. Die gesamte Rückseite wird lang. Einatmend in den Katzenbuckel zurück, den Pferderücken und ausatmend zum Kind antauchen. Einatmend wieder hoch, der Katzenbuckel, dann der Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, einmal den Rücken ganz lang und die Fersen senken. Und dann finde Bewegungen, die dir hier gut tun. Und dann lass sie ausklingen, entdeck deine Form des abwärts schauenden Hundes. Und atme aus und schieb dich hoch. Atme ein, roll dich nach vorne in den Liegestütz. Jetzt streck die gesamte Rückseite lang, von den Fersen bis zum Scheitel. Dann stell dir eine Hose vor mit einem Knopf, den du zumachen möchtest, oder einen Gürtel, den du eng machen möchtest. Und aus dieser Kraft der Körpermitte schiebst du dein Becken wieder hoch in den Hund. Atme aus. Atme ein in den Liegestütz, nach vorne rollen, Bauchnabel nach innen saugen oder dort, wo ein Hosenknopf oder ein Gürtel wäre, und wieder hochschieben aus dieser Kraft der Mitte in den Hund. Noch ein letztes Mal, einatmend nach vorne, den Liegestütz. Und dann bleib hier, streck dich, spann nochmal die Körpermitte. Und wenn du ausatmest, dann senk dich in die Bauchlage ab, bring die Ellenbogen nah an den Körper heran. Und dann leg die Füße lang ab. Roll dein Becken ein klein wenig ein, sodass du etwas mehr Länge im unteren Rücken erfahren kannst. Stütz die Hände eher an den unteren Rippenbögen auf. Roll die Schultern zurück. Jetzt ziehst du oder schleifst du die Hände Richtung Füße. Das ist nicht wirklich eine äußere sichtbare Bewegung, aber die Hände ziehen nach hinten und du rutschst dabei nach vorn. Und mit diesem Rutschen nach vorn hebst du dich hoch in die erste Kobra. Atme ein nach oben und atme aus und schieb dich zurück in den Hund. Und einatmend in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Und ausatmen zum Kind. Einatmen wieder nach oben in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen hoch in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz nach vorn und ausatmen in die Bauchlage eintauchen. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, kipp dich nach vorn hoch. Ausatmen, schwing dich zurück in den Hund. Nutze mal Bewegungen, die dir hier gut tun. Dann heb dein rechtes Bein nach oben und schwing den Fuß nach vorn. Lass das Becken etwas tiefer sinken, heb dann den Blick nach vorn, heb dein Brustbein nach vorn an, atme ein
Und atme aus und für den linken Fuß nach vorne und verbeug dich nach unten. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge, machst einen langen Rücken. Ausatmen, fließt du in die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, kommst du in die Hocke nach oben, hebst die Arme hoch. Und ausatmen, streckst du dich in den Stand, bringst die Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen, komm über vorne nach oben, hoch. Ausatmen, verbeug dich zur Erde nach unten. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge. Stell dir vor, dein Herz hebt dich nach vorn an, mach eine minimale Rückbeuge. Und ausatmen, lass das Herz zurückfließen. Einatmen, für den rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Becken etwas tiefer, den Blick heben. Im letzten Ausatmen, linken Fuß mit nach hinten in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken und ausatmen zum Kind. Einatmen, komm wieder nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen in den Liegestütz, ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückbeuge. Und ausatmen in den Hund. Einatmen, das linke Bein heben. Ausatmen, den Fuß nach vorn, Becken ein bisschen tiefer. Einatmen, hebt den Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, verneig dich zur Erde. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken, eine minimale Rückbeuge. Das Herz wirklich nach vorn hochheben. Ausatmen, mit einem weichen Herz verneigen. Einatmen, über die Hocke nach oben. Und ausatmen, die Hände zum Herz. Nochmal einatmen, Knie beugen. Kommt über vorn hoch. Bring die Arme neben oder vielleicht auch hinter die Ohren. Ausatmen, verneig dich zur Erde. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge. Mit der Mini-Rückbeuge denken. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, den linken Fuß einen Schritt zurück. Und ausatmen, den rechten Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel nach unten, Pferderücken, ausatmen zum Kind. Einatmen, komm wieder nach oben in Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz nach vorn und ausatmen in die Bauchlage eintauchen. Und dann bleib einen Moment hier. Verschränk jetzt die Hände hinter deinem Rücken, eine Faust. Zieh die Ellenbogen etwas nach außen, roll die Schultern zurück, roll dein Becken ein, sodass dein Steißbein nach hinten schiebt. Und dann zieh die Faust Richtung Füße und zieh dich nach vorn hoch. Ja, eine Rückbeuge, die ganz aus der Kraft des Rückenbereichs entsteht. Und da kannst du gerne kleine Bewegungen einbauen. Ja, nicht zu fest werden. Und noch einmal einatmend aufrichten. Faust nach hinten ziehen und ausatmen, wieder loslassen und zurück in den abwärts schauenden Hund. Das sind mal Bewegungen, die dir hier gut tun. Dann hebt dein rechtes Bein nach oben und schwing den Fuß nach vorn. Und jetzt vielleicht wieder die Yoga-Blöcke oder die Unterlagen nutzen, denn wir bleiben einen Moment hier im Reiter. Und dann lass dein Becken so ganz locker bitte bewegen, also hoch, runter beispielsweise, federn oder rechts und links schwingen oder Kreise machen. Und dann probiere mit diesen Bewegungen den linken Oberschenkel auf ganz spielerische, verschiedene Weise eine Dehnung zu schenken. Also probiere Muskelfasern zu finden im linken Oberschenkel, die du dehnen kannst. Gut, dann komm ein Stück aus der Dehnung raus, hebt dein Becken also ein Stück hoch und jetzt zieh die Innenseite des linken Oberschenkels nach oben, ganz hoch. Und während du die Innenseite des Oberschenkels hochziehst, lässt du dein Becken wieder etwas tiefer nach unten sinken. Mach also zwei Bewegungen gleichzeitig, mit dem Oberschenkel nach oben und mit dem Becken nach unten sinken. Dann atme dich in diese Dehnung des Oberschenkels. Dann kommt wieder ein kleines Stück aus der Dehnung heraus, nach oben und dann senkt dein hinteres Knie zur Erde
Und vielleicht hast du da ein kleines Polster, sodass das für die Kniescheibe angenehm ist. Dann kannst du auch den hinteren Fuß aufstellen oder ablegen und mal schauen, was sich da für das Knie besser anfühlt. So, jetzt lass dein Becken weiter nach vorne runter sinken und such nochmal mit kleinen Bewegungen des Beckenraums nach Dehnungen im linken Oberschenkel. Das sind vielleicht dann ein bisschen anders, die Dehnungen in der Qualität, als das eben noch der Fall war. Gut. Und dann kommen wir ein kleines Stück zurück. Jetzt stell dir vor, du schleifst dein hinteres Knie ein kleines Stück nach vorn. Das ist nicht wirklich eine sichtbare Bewegung, also nicht, dass du das Knie so wirklich nach vorn ziehst, sondern eher so, dass du es auf der Haut bewegst. Ja, du ziehst auf der Haut das Knie ein Stück nach vorn. So, jetzt winkel das hintere Knie bitte an und nochmal auf der Haut nach vorn ziehen. Und jetzt probiere einen Moment mal mit der rechten Hand bitte den Fuß zu greifen. Wenn du merkst, der ist zu weit weg, vielleicht hast du da ein Handtuch oder einen Gurt, den du nutzen kannst, um den Fuß zu greifen. Wenn das gar nicht deins ist, dann bring die Hand zurück. Oder wenn du den Fuß gut greifen kannst, dann greif ihn dir und dreh dich nach rechts auf. Und je nachdem, was du hier machen möchtest im Oberschenkel, kannst du das Becken ein Stück zurückziehen, dann geht es nicht ganz so in die Dehnung. Oder du lässt das Becken weiter nach vorn runter sinken und atmest dich mehr in die Dehnung und drehst dich dabei nach rechts. Mal tief atmen und dann beende bitte wieder und komm zurück in den Hund. Und dann schüttel die Spannung aus den Muskeln oder atme sie raus oder feder sie raus oder was immer dir jetzt auch hilft. Atme aus und streck dich lang. Und atme ein in den Liegestütz und ausatmen in die Bauchlage. Einatmen in die Rückbeuge, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein linkes Bein nach oben raus und schwing den Fuß nach vorn. Und noch hier ganz locker leicht mit dem Becken bewegen und federn. Dann suchst du Dehnungen im rechten Oberschenkel, in verschiedenen Muskelfasern. Moment. So. Bewegen, schaukeln, schwingen, alles das, was den rechten Oberschenkel dehnt. Dann komm ein Stück höher mit dem Becken und streck das hintere Bein richtig lang. Heb also die Innenseite des Oberschenkels hoch. Und wenn das Bein ganz gestreckt ist, so gut es hier geht, dann senk dein Becken wieder etwas tiefer. Und denk dir wieder diese beiden unterschiedlichen Bewegungen mit dem Oberschenkel hoch und mit dem Becken dafür etwas tiefer. Und dann atme dich in diese Dehnung. Und dann komm aus ihr wieder ein Stück heraus und senk dann dein hinteres Knie. Und dann beug das vordere und lass dein Becken wieder nach vorne runter sinken und such nochmal ganz spielerisch nach den ein oder anderen Bewegungsideen, um weiter die Muskulatur des rechten Oberschenkels zu dehnen. Gut. Und dann komm ein Stück zurück und jetzt stell dir vor, du schleifst auch hier dein rechtes Knie ein Stück nach vorn, bewegst es also auf der Haut ein Stück nach vorn. Und dann winkel dein Knie und greif probeweise mit der linken Hand nach hinten. Vielleicht hast du da eine Armverlängerung, also Gurt oder ein Handtuch oder irgendwas. Oder du erreichst den Fuß. Wenn du ihn erreichst, dann zieh noch einmal das Knie nach vorn. Und dann dreh dich nach links und arbeite dich wieder in die Dehnung des Oberschenkels hinein. Ja, dann komm wieder zurück. Der abwärts schauende Hund. Wieder die Spannung aus dem Muskel raus, atmen, bewegen, schütteln
oder Federn oder was auch immer dir jetzt gut tut. Und dann lässt du dich in den Liegestütz gleiten mit dem Einatmen und in die Bauchlage mit dem Ausatmen. Und dann komm hier an. Und dann mach zunächst ein Kissen, ein Handkissen für die Wange oder für die Stirn und atme dich in die Bauchlage. Da kannst du einen Teil der Anspannung wieder rausatmen aus dem Rückenbereich. Die Atmung in den unteren Rücken schicken. Und dann beginnt das Becken ganz locker zu schütteln, sodass du auch einen Teil der Anspannung aus dem Rückenbereich oder aus den Oberschenkeln rausbewegen kannst. Du kannst dafür auch gerne die Knie beugen und langsam nach rechts und links schaukeln. Und dann komm bitte wieder an und in die Sphinx. Schieb dafür bitte die Unterarme nach vorn. Und das ist wieder eine sehr sanfte Art einer Rückbeuge. Du brauchst also gar nicht viel Kraft im Rückenbereich, sondern diese Rückbeuge entsteht dadurch, dass du dich auf den Unterarm aufstützt. Ja, wenn du merkst, dass der Unterrücken ein bisschen mehr Raum bekommen dürfte, dann roll entweder dein Becken ein, schieb also dein Steißbein ein Stück zurück oder komme den Unterarm ein Stück vor. Nimm dir einen Moment Zeit und atme durch. Lass deine untersten Rippenbögen Richtung Erde sinken und probier gleichzeitig dein Herz nach vorn hochzuheben. Und hier möchte ich jetzt mit dir in den halben Bogen gehen, eine Vorbereitung für den ganzen Bogen, der Hauptteil unserer Stunde heute sein wird. Und für den halben Bogen bitte ich dich, den linken Unterarm parallel vor dir aufzulegen. Du kannst dich ja immer noch aus den Schultern herausheben. Leg dein linkes Bein lang und drück den Fuß sanft in die Erde. Roll noch einmal dein Becken ein, schließ den Beckenboden. Stell dir vor, du machst den Hosenknopf zu und saugst dort, wo dieser Hosenknopf wäre, die Bauchdecke etwas ein. Dann winkel dein rechtes Knie und greif mit der rechten Hand den Fuß. Vielleicht am Fußrücken oder vielleicht ein bisschen leichter am Fußgelenk. Wenn dein rechtes Knie jetzt nach außen weggleitet, dann zieh es wieder zurück zur Hüfte. Und je nachdem, wie weit du hier gehen möchtest, könntest du hier bleiben, mit der Höhe variieren im Oberkörper. Oder etwas weiter gehen, den rechten Fuß etwas kräftiger gegen die Hand drücken, das Schienbein nach hinten schieben. Dann ist ein Zug am rechten Arm, der zieht die Schulter zurück und hebt dich ein bisschen weiter an. Egal wo du bist, finde eine gute Balance aus etwas Wollen, also einer Rückbeuge wollen und sie gleichzeitig doch entstehen lassen. Bleib also auch lebendig, schenk der Atmung Raum und entspann dein Herz. Und atme jetzt auch in die Vorderseite. Mal tief hier einatmen und ausatmen, in die Bauchlage zurückkommen. Dann kannst du wieder die Atmung in den Rücken schicken lassen, in den unteren Rücken. Vielleicht auch ein paar kleine Bewegungen mit dem Becken machen, um eine Spannung aus dem Rücken zu lösen. In die zweite Seite, stütze den rechten Unterarm bitte vor dir auf, parallel. Rechtes Bein lang, den Fuß sanft nach unten drücken, Becken etwas einrollen, Beckenboden schließen. Da wo ein Hosenknopf wäre, die Bauchdecke etwas nach innen integrieren und dann das linke Bein beugen, linke Hand greift den Fuß. Hinter einem Sprunggelenk und dann richte dich auf, zieh das linke Knie wieder zurück in Richtung des rechten Knies. Und wenn du mehr magst,
Dann drück den Fuß etwas kräftiger gegen die Hand, schieb das Schienbein zurück und das ein Zug am linken Arm, der zieht die Schulter zurück und zieht dich langsam hoch. Ja, diese Rückbeuge, dieser halbe Bogen entsteht mit ganz viel Kraft aus dem Bein, weniger Kraft aus dem Rücken. Und atme dich hoch in diese Haltung. Einen guten Mix aus Wollen und Entstehen lassen, der Atmung Raum geben, das Herz entspannen, immer tief einatmen nach oben und ausatmen wieder zurück in die Bauchlage. Und dann gerne wieder den Atemraum in den unteren Rücken leiten und Bewegungen machen, das Becken schütteln. Dann richte dich wieder auf in die Sphinx. Bring nochmal die Unterarme nach vorn. Tauch hier wieder auf und dann spür für dich, wie weit gehst du hier hoch. Wie fühlt sich das jetzt an in diesem zweiten Durchgang dieser Sphinx? Und wir gehen jetzt gemeinsam ein bisschen weiter zum Höhepunkt dieser gemeinsamen Stunde heute. Und das ist der Bogen, Dhanurasana. Und dafür bitte ich dich zunächst wieder, dich aufzustützen auf den Unterarm, das linke Bein abzulegen, Becken einzurollen, Beckenboden zu schließen, unteren Bauchraum nach innen zu ziehen. Winkel dein rechtes Knie, greif mit der rechten Hand den Fuß. Und jetzt käme als Unterschied zu eben, zu diesem halben Bogen, den wir eben waren, jetzt auch die linke Hand dazu, also linkes Knie anwinkeln, linke Hand nach hinten greifen. Und dann ziehst du die Knie wieder etwas näher zueinander, rollst immer noch das Becken ein, das möchte gegen dieses Hohlkreuz arbeiten, der Beckenboden ist geschlossen. Und das ist schon sehr intensiv, ja, so kannst du ruhig hier bleiben, wenn das heute dein Wunsch und dein Ziel ist, oder wenn du das Ziel hast, mehr zu machen und es sich gut anfühlt, das ist das Wichtigere, dann kannst du mehr machen, dann drückst du beide Füße nach hinten, schiebst beide Schienbeine zurück und ziehst dabei automatisch, eher passiv, den Oberkörper nach vorn hoch. Und atme, entspann das Herz. Wenn du mehr magst, kannst du probieren, noch die Knie ein Stück zu heben, also weiter hochzuziehen, einmal durchzuatmen und dann lande bitte wieder. Komm in der Bauchlage an und spür nach. Was ist das jetzt für ein Gefühl in der Rückseite? Wie atmet es? Wie pulsiert das Herz? Wir gehen in den zweiten Durchgang, richte dich wieder auf und beginn diesmal links, beug dein linkes Knie, greif dir den Fuß oder den Fußknöchel, roll das Becken ein, schließ den Beckenboden, saug den Bauchnabel hoch und dann greif mit der rechten Hand auch den Fuß. Du kannst die Füße gerne anwinkeln, das gibt ein bisschen mehr Halt. Und dann zieh die Knie wieder zueinander, einmal Becken aktiv gegen die Rückbeuge arbeiten lassen, drück die Füße nach hinten, schieb die Schienbeine zurück und zieh dich hoch im Oberkörper und spann dich auf in diese Rückbeuge, ganz viel weit in der Vorderseite, atme dorthin, entspann dein Herz. Einmal ganz tief einatmen, zieh dich hoch nach oben. Und ausatmen, löst wieder auf und lande in der Bauchlage. Ganz tief einatmen in den Rückenbereich, auch den unteren Rücken, ganz tief aus. Nochmal tief ein, den unteren Rücken aufplustern und loslassen im Ausatmen.
Nimm uns dann Zeit, um dich zu beruhigen, die Atmung zu verfeinern und zu vertiefen, den Puls zu beruhigen. Und wir gehen dann weiter, wie wenn jetzt diese Rückbeuge etwas verlassen und den unteren Rücken wieder mehr in den Mittelpunkt bringen, um dort die Spannung, die er hat, zu lösen. Erste Idee ist, dass du die Knie beugst und dann schwing mit den Beinen nach rechts und links und schaukel dein Becken und verwöhne dabei den unteren Rücken. Lande wieder mit den Beinen am Boden, stütz die Hände an den seitlichen Rippenbögen auf. Letztes Mal aus der Bauchlage steigen wir auf, Becken rollt ein, Schultern rollen zurück. Komm hoch, zieh dich nach vorn hoch in die Cobra oder steig weiter auf in den aufwärts schauenden Hund. Dann streckst du die Arme, schiebst dich zwischen den Schultern hoch, ziehst dein Becken hoch. Und dann komm zurück in den abwärts schauenden Hund und lass dir Zeit. Und es kann sein, dass der untere Rücken jetzt eine Spannung hat, dann respektier das und versuch das nicht zu lösen erstmal, sondern erstmal nur in die Bewegung zu kommen, ein Knie zu beugen, eins zu strecken und dich durchzubewegen. Lass die Bewegung ausklingen, entdeck wieder eine Form deines abwärts schauenden Hundes, streck dich dort aus und wachse und atme in den Rückenbereich. Und lass dein Herz nach unten schmelzen, wenn du ausatmest. Und dann kommen den Vierfüßler bitte. Und schlängel dich zunächst, also so seitliche, schlängelnde Bewegungen. Und dann kommen den Pferderücken. Und wenn du jetzt in den Katzenbuckel kommst, dann vielleicht merkst du, dass der untere Rücken spannt. Respektier das. Arbeite nicht gegen diese Dehnungsspannung, sondern hör auf, wo sie entsteht und komm wieder in den Pferderücken. Und mach das in den nächsten Sequenzen weiter. Also eher liebevoll an diese Dehnungsspannung herantasten. Und dann wechsel zum Kinn, bitte. Lass dir Zeit auf dem Weg dorthin. Seine Vorbeuge, wir geben dem unteren Rücken wieder etwas mehr Raum und lassen hier eine Seitbeuge entstehen. Wander also mit beiden Armen nach rechts, auch mit dem Oberkörper nach rechts. Komm dort an, wo es dir gut ist, wo du die linke Seite sehr schön aufdehnst. Und vielleicht kann das auch in den unteren Rücken fließen, diese Dehnung. Vielleicht mit kleinen Bewegungen dorthin leiten. Und dann atme dich in die Weite der linken Seite. Dann komm wieder zurück in die Mitte und wander weiter nach links, soweit du das angenehm empfindest für beide Körperhälften. Lass eine Dehnung auch in den unteren Rücken fließen dürfen. Finde kleine Bewegungen, die die Dehnung dorthin leiten. Und finde die Atmung und fächer sie in die rechte Seite auf. Atme noch einmal tief dorthin und dann komm wieder zurück in die Mitte und nach oben zum Sitzen. Und wir beginnen weiter in die Rückenlage, um weiter den unteren Rücken zu verwöhnen nach diesen Rückbeugen. Also wechsel dorthin
und stell die Füße auf. Und dann beginn mit den Beinen nach rechts und links zu schwingen. Und genau diese Rotation, die du im unteren Rücken schenkst, genau das löst die Spannung aus den Rückbeugen und neutralisiert die Wirbelsäule wieder. Wenn du das vertiefen möchtest, dann leg ein Bein über das andere, damit diese Drehbewegung intensiver. Wenn du ein Bein über das andere gelegt hattest, dann wechsel bitte auch in die andere Variante und mach dort weiter. Und dann komm am nächsten Mal in der Mitte an und bleib dort und stell die Füße auf. Dann greif dir die Knie ein nach dem anderen und schwing hier weiter, um den unteren Rücken weiter zu verwöhnen und weiter zu massieren. Ja, dann stell die Füße bitte wieder zurück. Für die Drehhaltung versetzt du das Becken ein Stück nach rechts. Und dann lass die Knie nach links sinken und vielleicht brauchst du eine Unterlage, sodass es im unteren Rücken sehr angenehm wird und nicht zu stark dehnt oder zieht. Wenn es gut ist, dann versetz den Kopf ein Stück nach links und wende ihn dann nach rechts. Und dann deck für die Arme auf den rechten Arm und die rechte Schulter eine ganz schöne Wohlfühlhaltung. Und dann komm dort in der Drehung an, wo es dir möglich ist, mit jedem Ausatmen eine Anspannung oder Anstrengung loszulassen. Und weicher zu werden und zu entspannen. Atme dich in diese Drehung. Und dann komm bitte wieder zurück zur Mitte. Da kannst du gerne kleine Bewegungen genießen, die dir eine Wohltat sein dürfen. Und versetz dann im Anschluss das Becken ein Stück nach links und begleite die Knie nach rechts, vielleicht auch hier auf einer Unterlage, sodass es dir angenehm ist. Versetz auch den Kopf ein Stück nach rechts, bevor du ihn nach links wendest. Und dann lass die Arme ausbreiten und leg den linken Arm so ab, dass die Schulter sich entspannen kann. Komm insgesamt dort an, wo auch auf dieser Seite es möglich ist, mit jedem Ausatmen Spannung loszulassen und weicher und entspannter einzutauchen. Gib auch hier der Atmung Raum.
Und dann komm hier wieder zurück zur Mitte. Und greif dir wieder deine Knie. Umarm sie und umarm dich am Ende dieser doch sehr intensiven Sequenzen. Und gönn dir das, was dich hier an Bewegungen verwöhnt. Dann such dir bitte einen Weg nach oben zum Sitzen. Und finde einen gemütlichen Sitz deiner Wahl. Wenn du das Gefühl hast, dass der untere Rückenbereich noch ein bisschen Bewegung braucht, weil er vielleicht noch fest ist, dann kannst du entweder die Sequenz nochmal wiederholen im Liegen mit den Drehbewegungen und der Drehhaltung. Oder nutzt einen Moment noch den Sitz jetzt und bewegst dich dort. Ein bisschen drehen oder mal nach vorn beugen. Du kannst das Becken kippen, nach vorn und hinten. Dich schlängeln, bewegen, verwöhnen. Und wenn du dann in der Summe das Gefühl hast, dass es passt im unteren Rücken, dass er sich wohlfühlt, dann finde einen gemütlichen Sitz deiner Wahl und schließ dort die Augen. Wir verlassen die körperliche Yoga-Praxis und nutzen einen Moment, um den Sitz jetzt wahrzunehmen. Lass dafür einerseits dein Becken in die Unterlage nach unten sinken. Das ist die Basis deines Sitzes, also der Bereich deines Körpers, der am wichtigsten, am zentralsten die Erde berührt. Dein Becken sinkt nach unten und dann beginn dich nach oben aufzurichten. Nimm dabei den Rückenbereich wahr. Wie geht es dem Rücken nach diesen Sequenzen? Als wir die Wirbelsäule bewegten, als wir sie kräftigten, aber auch mobilisierten. Wie fühlt sich dein Rücken jetzt an? Nimm im Vergleich dazu die Vorderseite wahr. Wir schenken in allen Rückbeugen die Möglichkeit, sich auszustrecken und sich zu weiten und Raum zu bekommen. Wir weiteten auch den Brustkorb. Schafften dort Raum, einen inneren Raum für die Organe im Brustkorb. Und das sind zwei wesentliche Organe, die eingebettet und behütet im Brustkorb ruhen, extra geschützt durch die Rippenbögen. Das sind zum einen die Lungen, zum anderen das Herz. Wir gaben beiden Organen Raum, sich zu entfalten. Und so möchte ich dich einladen, die nächsten Momente der Atmung zu lauschen. Nimm sie wahr, wie sie atmet, wie sie dich atmet. Wie es einatmet und wie es ausatmet. Und dann stell dir die Einatmung als etwas vor, das nach oben orientiert ist. Etwas, das nach oben fließt in den Brustkorb und dich dabei aufrichtet. Beobachte also bewusst jede Einatmung. Nach oben einatmend, der Brustkorb fächert sich auf und wird leicht. Und dieses Auffächern geschieht Rippe für Rippe, Rippenbogen für Rippenbogen. Du atmest ein und von den untersten Rippen fächerst du dich auf, immer einen Rippenbogen höher in Richtung des Herzraums und darüber hinaus bis ganz nach oben in die obersten Bereiche der Lunge, Richtung Schlüsselbeine. Bis dort nach oben fächert sich der Brustkorb und weitet sich auf. Und da ist ganz viel innerer Raum und Größe und Leichtigkeit. Und dann steht auch die Ausatmung und sie fließt wieder zurück nach unten. Der Brustkorb sinkt zurück in seinen Ursprung, in seine Mitte. Die Ausatmung fließt in den Raum des Bauches und des Beckens. Vielleicht sogar in den Raum der Erde unter dir.
Und jede Ausatmung ist eine kleine Einladung loszulassen und wieder zurückzukehren. Während jede Einatmung eine wunderbare Möglichkeit ist, den Brustkorb aufzufächern und zu heben. Rippenbogen für Rippenbogen nach oben, bis ganz hoch Richtung Schlüsselbeine. Und von dort wieder ausatmend zurückkehren nach unten in den Raum der Erde. So wirst du geatmet. Und so entsteht ein sehr lebendiger und freier Brustkorb, der sich der Atmung öffnen kann. So entsteht ein genüssliches, tiefes und feines Atmen. Das zweite zentrale Organ, das den besonderen Schutz des Brustkorbs erfährt, ist das Herz, eingebettet zwischen den beiden Lungenflügeln. Wir gaben ihm auch Raum und Weite in jeder Rückborge, die wir heute erfuhren. Eine Weite für das Herz, sodass es besser funktionieren, besser schlagen kann, das Herz-Kreislauf-System sich stärkt. Ich möchte dich also auch einladen, für ein paar Momente die Aufmerksamkeit in den Raum des Herzens zu bringen und es dort zu spüren, verankert und gebettet. Im Brustkorb. Beobachte liebevoll jeden Schlag des Herzens, jeden Puls. Das Herz schlägt den gesamten Lebensweg für dich. Und mit jedem Herzschlag verteilt es nährstoffreiches, sauerstoffreiches und warmes Blut in den Körper. Vielleicht kannst du sogar wahrnehmen, wie die Wärme des Herzens sich von dort ausbreitet, in den Raum des Brustkorbs. Und letztlich auch in den gesamten inneren Körper. So kann die Wärme des Herzens dich innerlich erfüllen.
Wir gaben in dieser Praxis nicht nur dem Herzen einen physischen Raum, sondern auf symbolischer Ebene auch den Qualitäten, die wir mit dem Herzen verbinden. So etwas wie Liebe, Zuneigung, Anerkennung. Alles das, was vielleicht auch du selbst oder etwas anderes, was du mit dem Herzen verbindest, auch das darf Raum bekommen. Qualitäten, die zu dir nach innen gerichtet sein dürfen, aber natürlich auch nach außen in die äußere Welt und die soziale Umwelt mit den Mitmenschen, die dich umgeben. Vielleicht ist diese Stunde neben all den körperlichen Erfahrungen, die du gemerkt hast, auch eine kleine Einladung dafür, dem Herzen etwas mehr Raum und Weite zu schenken. Und damit auch den Qualitäten, die du mit dem Herzen verbindest. Dann bring bitte zum Ausklang dieser Stunde vor der Weite des Herzens die Hände liebevoll zueinander. Und atme dann tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann öffne die Arme, bring sie weit über die Seite, weit nach oben. Und wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander, dann zur Stirn, zum Mund und zurück vor die Weite des Herzens. Und öffne dich ein zweites Mal dieser Weite und dieser Einatmung nach oben. Und komm im Ausatmen wieder vor dem Raum des Herzens an. Wenn du es magst, dann verbeug dich vor deinem Herz und vor dir selber mit einem Gefühl des Dankes für die Zeit, die du dir schenktest und deinem Herzen schenktest. Und wenn du dich dann aufrichtest, dann beginnen die Augen wieder zu öffnen. Ja, dann danke ich dir, dass du ein Teil dieser heutigen Stunde warst und wünsche dir von Herzen alles Gute. Namaste.